Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag um 13 Uhr beim TSV Havelse. Ich darf wie immer unseren Cheftrainer Ralf Santelli bei mir auf dem Podium begrüßen. Vorher noch ein kurzer Hinweis an alle Fans. Tickets gibt es nach wie vor auf der Homepage in Hannover. Wir spielen ja in der HDI Arena, wie wahrscheinlich bekannt ist, gilt die 2G-Regel. Ja, und das war es dann auch schon für die Fans. Und damit die erste Frage an dich, Ralf. Wie sieht es denn personell gerade aus? Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, personell scheint sich die Situation zu entspannen. Wir haben jetzt auch einschließlich heute 21, 22 Feldspieler im Training. Das heißt auch da in eine Situation, wo wir ein bisschen mehr Konkurrenzkampf haben können. Wir hatten so ein kleines Tief, sage ich mal, Montag, Dienstag mit Lungwitz, der einen steifen Nacken hatte, der ein bisschen kürzer treten musste. Das hat sich aber alles wieder geregelt. Mittwoch, Donnerstag, der hat heute komplett voll und auch gestern komplett voll trainiert. Wer noch so ein bisschen Knieprobleme hat, ist der Moritz. Mo hat wirklich Knieprobleme, da wird man morgen dann final entscheiden, ob er wirklich mitfährt nach Havelse oder nicht. Ansonsten, klar, unsere Langzeitverletzten, da hat sich nicht viel verändert. Ja, der Togo schaut nicht gut aus, Lars Dietz auch unspezifisch. Ja, macht immer wieder Fortschritte, einzelne Trainingseinheiten. Was mich freut, ist mit Kadi. Admaka ist da, der macht zumindest das Aufwärmen mit jetzt auch seit gestern und heute die Ballgewöhnungsphasen, die Passformen, die macht er mit. Ja, ich glaube, das war schon. Habe ich was vergessen? Meisi ist auch noch angeschlagen. Also wie gesagt, die Langzeitverletzten, die letzten Wochen nicht oder die letzten zwei Wochen nicht da waren, da hat sich auch nichts verändert. Zurückkommt keiner. Alles klar. Dann danke für deine einleitenden Worte. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Wer möchte dann als erstes? Okay. Ja, hallo, Herr Santelli. Ja, hallo. Ja, es ist ein Spiel des Vorletzten gegen den Letzten. Was erwarten Sie denn für eine Partie? Ich denke, dass im Moment unsere Erwartungshaltung, die wir haben, so real sein muss, dass wir die Situation, egal ob jetzt ein vorletzter Gegner kommt oder einer aus dem Mittelfeld oder von oben, so angegangen werden muss, dass man einfach auf dem Platz auch sieht, dass wir Leidenschaft zeigen, dass wir bereit sind, ja, den Fußball zu leben, dass wir Fußball nicht nur spielen können oder wollen, sondern dass da einfach andere Aspekte mit reinkommen. Und ich habe es die Tage ja auch schon gesagt, ich fordere auch sehr viel, was Basics angeht, was Fußball ausmacht. Und es ist für mich nach wie vor Laufbereitschaft, ist für mich die Zweikampfführung, ist für mich auch mal ein Stück weit eine Positionsdisziplin, und vielleicht auch eine Positionshärte, alles im Rahmen des Fußballs. Und da, glaube ich, sind wir schon in der Situation, wo wir da auch ganz ehrlich uns überlegen müssen, ob wir da wirklich bei den 100% sind. Weil im Moment, wenn ich das nochmal rückblickend das Spiel gegen Duisburg, die erste Halbzeit sehe, das habe ich intern sehr, sehr moniert. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ich glaube, das haben wir alle so gesehen. Und haben wir diese Woche sehr, sehr viel gearbeitet, auch in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch brauchen am Sonntag. Hat Sie das selbst auch ein bisschen erschrocken, diese Art des Auftretens gegen Duisburg? Und wie haben Sie es dann aufgearbeitet? Ja, erschrocken nicht wirklich. Ich war vielleicht überrascht, dass es so lange gedauert hat, weil das Training, auch wenn es nur kurz war, die zwei Tage am Donnerstag und am Freitag, die Trainingseinheiten waren gut. Da war natürlich geknickte Stimmung, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt immer Spieler bei einem Trainerwechsel, die so ein bisschen in eine Trauerphase gehen. Auch ein neuer Trainer, der ein, zwei, drei neue Ideen hat. Ich bin ja nicht bei jedem bekannt, dass ich schon mal da war. Und ich weiß auch, dass ich meine Ecken und Kanten habe und haben muss auch, um die Jungs da zu erreichen. Also das, was die erste Halbzeit war nicht das, was wir Donnerstag, Freitag trainiert haben. Zweite Halbzeit, sage ich, war okay, war in Ordnung. Wenn man das Spiel so über 90 Minuten hält, dann sind wir zumindest mit dabei. Unterm Strich aber müssen wir trotzdem noch, habe ich letzte Woche schon gesagt, 3-5% zulegen. Und da stehe ich immer noch dazu. Und das habe ich den Jungs auch gesagt in jedem Training. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Fitness der Mannschaft jetzt nach diesem Spiel? Man hat so auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, das Team konnte so in der Schlussphase nicht nochmal so
eine Schippe drauflegen bzw. was zusetzen? Ja, das Thema Fitness ist ganz, ganz spannend. Die Wahrnehmung, die Zuschauer, Fans von außen haben, ist eine absolut berechtigte Wahrnehmung. Ich glaube, dass wirklich Spezialisten, richtig, richtige Spezialisten, da eine etwas andere Wahrnehmung haben und sich das erklären. Ich habe zum Glück auch die Möglichkeit, Fitnesswerte zu sehen, auch im Training. Ist ja mittlerweile gang und gäbe, auch in der zweiten und dritten Liga, dass du wirklich Laufwerte siehst, dass du Sprintwerte siehst, dass du Beschleunigungen siehst. Und da muss ich sagen, von den Werten her war alles in Ordnung. Auch das, auch was wir im Training machen, der Fitnesszustand der Mannschaft ist absolut in Ordnung. Jetzt kommt der andere Aspekt, warum die Wahrnehmung so sein könnte oder die Beobachtung, dass irgendwo halt nachgelassen wird. Ja, also das hat mit der reinen Kondition nichts zu tun. Vielleicht ist es eine Form, wo man sagt, boah, ja, man tut sich schwer, weil man in dem Moment einfach auch nicht sich noch ein Stück weit quälen möchte, weil man verunsichert ist. Das kommt natürlich in unserer Situation dazu, weil man keine Fehler machen möchte. Und das ist ja oft so, dass du dann einfach auch gehemmt wirkst. Ja? Ich will nicht sagen, dass die Jungs alle gehemmt sind, aber es gibt schon ein paar, die könnten die Handbremse lösen. Einfach mutiger auftreten. Ob jetzt 3 Flanken hinters Tor gehen oder 5. Wenn dann eine kommt und die passt und die ist drin, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Personell war mancher verwundert, oder dass Marvin Poirier nicht gleich in der Startelf stand, nachdem er wieder zum Kader gehört hat. Ist er denn für das Spiel jetzt am Sonntag eine Option für die Startelf, oder ist einfach sein Rückstand nach dem längeren Training ohne Mannschaft zu groß? Ja, das ist genau der Punkt. Also die Verwunderung sind sicherlich eher aus der Emotion, aus der Fankultur oder auch aus einem kritischen Gesichtspunkt uns gegenüber zu erklären. Für mich ist es völlig logisch, aber nochmal, da bin ich einfach schon zu lange dabei, auch zu gut ausgebildet in dem Bereich. Wenn einer 6 Wochen nicht mit der Mannschaft trainiert, dann kann der nicht von Anfang an spielen. Also ich habe als Trainer auch die Aufgabe, einen Spieler zu schützen. Und für mich war es wichtig, mit Marvin zu sprechen und zu sagen, Marvin, ab der Halbzeit hältst du dich fit, ja, weil das traue ich dir zu. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Ich als Trainer habe auch die Aufgabe der Fürsorge. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich einen Spieler zu früh verheize und er sich verletzt, dann haben wir wieder eine andere Problematik, aber unterm Strich die gleiche Problematik, dass er nicht spielen kann. Und so haben wir es ja gemacht. Marvin ist reingekommen, hat sein Tor gemacht, hat also da auch viele positive Zeichen gesetzt. Und aber das ist grundsätzlich die Schwierigkeit, die wir haben, wenn ein Spieler länger nicht mit der Mannschaft trainiert oder aus einer verletzten Situation kommt. Als Trainer diese Situation zu bewerten, und das ist durchaus auch mit Erfahrung geprägt. Es kann sein, Marvin fängt jetzt an, weil wir das so besprechen, dann würden wir aber auch besprechen, dass er nach 50, 60 Minuten rauskommt, weil es passieren kann, dass er sich verletzt, und diese Verletzungsgefahr will ich verhindern. Jetzt spielt er überdurchschnittlich gut und wir sagen alle, boah, der Schiri hat ein Tor geschossen und der ist gut, und der Trainer wechselt den nach 60 Minuten aus, weil die Hintergründe nicht bekannt sind. Ja, dann wird mir wieder berichtet, was über mich geschrieben wird, ja, dass der Santelli, wie kann der den auswechseln? Der hat doch super gespielt. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, das du als Trainer leider hast. Ja. Aber da ist es wirklich auch so, dass man Marvin 2, 3 Spiele Zeit geben muss, um Matchpraxis zu kriegen. Also diese Fitness, diese Matchpraxis unterscheidet sich von der Trainingspraxis. Und das haben wir bei Becker gesehen, das haben wir bei Stefaniak gesehen, das haben wir bei anderen Spielern auch immer wieder gesehen, auch bei Peter. Und das gilt so, die Balance zu finden. Beim ersten Gegentor hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein kleines Abstimmungsproblem war. Wäre auch nicht verwunderlich. Die Abwehr musste, nachdem Lars Dietz jetzt in der Rückrunde ausgefallen ist, auch ein paar Mal umgebildet worden. Wie haben Sie da jetzt schon eine Wunschformation im Kopf, auch speziell für die Innenverteidiger? Also um da jetzt eine seriöse Antwort geben zu können, wo haben Sie das Abstimmungsproblem erkannt? Vor dem ersten Gegentor, weil man hatte so das Gefühl, sowohl Strudig als auch Graulich waren sich nicht so ganz einig, wer geht Richtung Ball, wer geht auf den Gegenspieler, so eine Sekunde lang.
Also unmittelbar bevor das Tor passiert ist. Weil für mich als Trainer geht es da nochmal 8 Sekunden zurück. Ja? Weil Strotig ist Richtung rechte Eckfahne und klärt den Ball. Ja? Das heißt, der Innenverteidiger wird sehr weit rausgezogen, muss mit seinem Stürmer mitgehen, ist alles in Ordnung. Dann hat Leon den Ball und für mein Dafürhalten, das haben wir auch so intern besprochen, darf kein Flachpass in die Tiefe kommen. Ja? Auf die Halbposition, das ist passiert, ja? auf Becker. Wenn Leon diesen Ball Longline runterchippt, dann sind wir aus der Gefahrenzone draußen, dann passiert dieser Fehler gar nicht. Becks lässt den Ball klatschen, entweder er alleine oder der Gegenspieler war noch dran. Maxi Bräuning rückt nach, der Ball springt zu weit vom Fuß. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen, dann attackiert er den gegnerischen Spieler und der haut den Ball blind nach vorne mit der Innenseite. Maxi kann vielleicht einen großen Schritt machen und den Ball blocken. Jetzt sind wir wieder in der Situation, sind es 100%, sind es 105%, 110%. Wollen wir jede Flanke verhindern, müssen wir jeden langen Ball verhindern. Und dann kommt es zu der Situation und dass natürlich dann in Strodig von rechts hinten von der Eckfahne dann rüberrückt, ja, um das Zentrum zuzumachen. Ja, da hat es vielleicht zu lang gedauert, aber ich würde es nicht als Abstimmungsproblem bezeichnen, sondern eher dass auch in der Situation, was ich einfordere, vielleicht eher so eine Nachlässigkeit da ist, zu sagen, naja, ich vertraue meinem Mitspieler, ja, und der soll das lösen, aber sie nicht damit rechnen, dass auch Fehler passieren. Und das ist eher das, wo ich einen Ansatz habe. Wenn man jetzt die Formation sieht, haben Sie sehr ähnlich gespielt wie unter Ihrem Vorgänger noch. Sie haben sicherlich andere Vorstellungen. Wird sich das dann jetzt auch schon langsam ändern oder wird sich das wieder ähnlich anlehnen an die aus den letzten Spielen? Nein, die Formation, denke ich, ist, dass wir auch mit meinem Vorgänger ähnlich in der Trainerdenkweise, du kannst mit der Mannschaft, um deren Qualitäten zu haben, ja nicht jede Formation spielen. Also das, was wir gespielt haben, ich sage jetzt mal, das 4-2-3-1 haben sie unter Dani Schwarz auch gespielt. Ich habe teilweise auch ein bisschen umgestellt auf ein 4-4-2. Da ein bisschen mehr mit eingerückten Außenbahnspielern auf die Halbposition, weil wir diese Typen haben. Also das ist eigentlich das, was die Mannschaft kann. Ja. Es ist natürlich auch ein Stück weit so, dass wir tagesformabhängig, auch positionsabhängig dann die Qualität erst raufbringen aufs Feld, wenn die Spieler das auch abrufen. Also ich habe die gleiche Mannschaft, die mir zur Verfügung steht. Ich habe ein paar Nuancen, wo ich vielleicht anders wahrnehme, ja, einfach nur anders wahrnehme, ohne besser oder schlechter. Und das sind ja letztendlich die Ansätze, die du als Trainer hast, wenn du neu dazukommst, dass du dir da Eindrücke verschaffst. Dankeschön. Hallo, Herr Santelli. Die Stimmung im Umfeld, so bei den Fans, Zuschauern, ist, sagen wir mal, ernüchternd seit dem letzten Spiel. Was könnten Sie den Fans, Zuschauern sagen, warum noch Hoffnung da ist, dass es mit dem Nichtabstieg klappt? Ja, ich glaube, das, was grundlegend zu sagen ist, ist einfach, dass wir die Fans, egal ob zu Hause oder auswärts, auf jeden Fall brauchen. Und die Frage ist halt immer, auch ein Stück weit Spieler oder Situationen nicht immer pauschal in eine Schublade stecken. Wir arbeiten sehr hart. Wir haben diese Woche keinen freien Tag gehabt. Ja, wir waren zweimal sogar doppelt auf dem Platz. Wir haben täglich trainiert. Wir haben heute trainiert. Wir haben morgen trainiert. Also wir haben schon ein großes Volumen, das wir machen. Wir sind auch an einem Tag immer sehr individuell unterwegs, um auch nochmal da an Vorzüge oder Nachzüge oder Defizite zu arbeiten. Also da will ich einfach den Menschen draußen zurufen, bleibt weiter am Ball, ja, helft uns weiter, unterstützt uns weiter. Natürlich ist es immer wieder deprimierend, wenn man das sieht, aber ich glaube, solange wir gemeinsam auch sagen, wir haben immer wieder die Chance, es zu nutzen, dann sollten wir sie nutzen und wenn es am Ende vielleicht doch nicht reichen könnte, dann auf jeden Fall auch mit erhobenem Haupt rausgehen, ja, und da einfach trotzdem sagen, wir haben alles dafür getan und das, glaube ich, müssen wir einfach auch rüber transportieren. Das sind wir als Mannschaft in der Pflicht, damit der Fan das auch sieht und unsere Anhänger das sehen. Und das ist unsere Aufgabe und da hoffe ich weiterhin auf Unterstützung. Vielleicht abschließend noch ein paar Sätze zum Gegner. Naja, Havelse hat die Saison oder viele Teile der Saison auf dem letzten Tabellenplatz verbracht, war zwischendurch sogar mal 6, 7, 8 Punkte hinter uns.
Und dann hatte ich den Eindruck, bisschen die Parallele jetzt auch zu Türkgücü, weil sie unter der Woche ja gewonnen haben, plötzlich bist du nicht mehr verkopft. Dort ist theoretisch alles gelaufen, zumindest von der Emotion, von der Einstellung. Und dann lösen die Handbremse und plötzlich läuft es. Und das ist so ein Phänomen im Fußball, in diesem Grundprinzip. Ja, vielleicht haben die gesagt, okay, das war eine tolle Drittligasaison, wir sind furios aufgestiegen. Wir spielen jetzt einfach mit viel Freude und viel Spaß. Und plötzlich holen die Punkt für Punkt und kommen in den Flow rein. Und dadurch lassen sich solche Ergebnisse dann auch erklären. Ja, vielen Dank und viel Erfolg am Sonntag. Danke. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Dem scheint nicht so. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen Fans, die die Mannschaft am Sonntag in Hannover unterstützen, eine gute Anreise und ansonsten bis dann ein schönes Wochenende und hoffentlich 3 Punkte. Danke. Danke von meiner Seite aus. Dankeschön.